schade, Mann, schade. Leider sind jetzt hier die Pferdedecken mit dabei. Die Pferdedecken sind da echt mit dabei. Aber waren die da nicht als Bestseller drin? Scheiße, okay. Hallo und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gehen wir heute der Frage nach, wie komme ich günstig, relativ kostengünstig an die Lego Ritter-Mini-Figuren ran. Ich sage bewusst aktuell, da wir nur an die Lego Ritter-Mini-Figuren aus den bisher erschienenen Lego Castle Sets aus von 2-3 Jahren, letztes Jahr, nur rankommen. Also sprich, die Schwarzfalken, Black Falcons oder die Löwenritter, Crusaders. Diese zwei Fraktionen. Mir war immer nur eigentlich nur die Bricklink-Seite bekannt oder eBay. Durch einen User aus dem vorletzten Video, aus dem Bärenfels-Grundburg-Video, der auch, den Vorschlag fürs Video gab, auch einen Dank mal an ihm, habe ich die Lego Brick-a-Brick Webseite dann angeschaut und entdeckt. Wollte euch mal zeigen, wie die Webseite so ein bisschen aussieht, für all diejenigen, die noch nichts davon gewusst haben, nicht wissen. Aber für all diejenigen, die zum Beispiel verwirrt sind, wenn zum Beispiel man sagt, ja, man kommt jetzt an die Lego Ritter-Mini-Figuren für ein paar Euros ran, für 2-3 Euro sowas ran. Dann wäre das vielleicht eine Option für euch, dann zu sehen, ja, auf welcher Seite bekomme ich denn überhaupt sowas günstig ran. Weil auf Bricklink zum Beispiel findet man Minifiguren, die halt Minimum 5, 6, 7 Euro kosten, sowas, und den Dreh rum. Und ja, ist halt natürlich, wenn man jetzt, weiß nicht, 15 Minifiguren, 15 Ritter jetzt haben möchte, geht es halt schon ziemlich ins Portemonnaie dann halt rein. Da kommt man schon schnell an die 100 Euro Grenze. Und bei der Lego Pick-a-Brick Seite zeige ich es jetzt gleich dann, dass es sogar unter 50 Euro geht bei einer Anzahl von ungefähr 20 Minifiguren. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt mal gleich direkt ins Video rein, zeige ich euch mal und genau. Also, wir haben jetzt hier den Browser offen, gehen wir einfach mal ein, Lego Pick, ja, Pick a Brick, so. Haben dann gleich mal als ersten Suchvorschlag hier diese Lego Pick a Brick Seite. Kommen wir dann auf diese Seite hier drauf. Da kriegen wir schon eben als Information schon, dass es zwei Kategorien von Einzelteilen gibt. Also einmal hier die Bestseller-Kategorie. Und dann nochmal die Standardteile-Kategorie. Bei der Bestseller gibt es halt zu beachten, die werden halt schneller geliefert. Also da ist die Versanddauer ungefähr so 7 Werktage. Die Servicegebühren 3 Euro unter 12 Euro. Ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn man jetzt vorhat, Einzelteile zu bestellen, dass man jetzt nur 5 Euro oder so bestellen möchte. Würde ich mal nicht davon ausgehen. Also ich denke mal schon, dass man vorhat, dann wahrscheinlich 30, 40 Euro oder so herzugeben. Und genau, bei der Standardkategorie ist die Zustellung wesentlich länger. Da sind es dann halt 40 Werktage. Ungefähr. 6 Euro Servicegebühr unter 12 Euro, bla bla. Ich werde es aber nur eher von den Bestsellern Teile bestellen, beordern. Dann, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, bekommen wir hier dann eben diese Auflistung. Oben haben wir schon bereits so einen Filter, Suchfilter, den wir hier benutzen können. Einmal haben wir hier den Suchbegriff oder Teilnummer. Da kann man dann eben die Nummer von den Einzelteilen eingeben, Setnummer. Da kann man dann zum Beispiel jetzt die 10305 eintragen und dann werden alle Einzelteile von der 10305 dann angezeigt. Ich mache es aber ein bisschen anders. Ich werde jetzt hier nicht die Setnummer eingeben, weil ich möchte halt eher so Teile aus der 10305 beordern. Hauptsächlich, wie gesagt, die Löwenritter und ein paar Black Falcons, die ich dazu haben möchte. Ich werde es aber anders machen, weil da sind die Teile, wie man auch sieht, ein bisschen wild durcheinander gemischt. Und ja, da braucht es länger, sich da durchzuschauen, als wenn man jetzt zum Beispiel die Lego-Seite in neuem Tab öffnet. Dann geht man jetzt mal hier in die 10305, sucht sich dann die Bauanleitung aus. Das war dann hier die letzte. Scrollen wir runter bis zur letzten Seite, weil da ist ja die Teileliste. Da sind wir schon. Da gehe ich jetzt mal von oben nach unten durch, was ich so will. Ein bisschen reinzoomen, natürlich. Und ja, das wäre es mal. Was ich jetzt anfange, ist ja einfach mal hier so mal durchzugucken, was würde ich gern haben, was könnte ich gebrauchen oder ja, was in Zukunft gebrauchen. Dann mache ich jetzt zum Beispiel mal hier mal dieses Kopftuch.
Geben wir dann hier die Teilnummer des Kopftuchs ein. Zack, ein Ergebnis. Was man dann halt hier zu beachten hat, ist, dass hier nicht dieses Bestseller-Button oder diese Bestseller-Markierung hier nicht mehr mit drin steht. Das bedeutet, dass es dann ein Standardteil ist und Standardteil eben, wie gesagt, 40 Werktage, bis zu 40 Werktage. Das möchte ich, so lange möchte ich jetzt auch wieder nicht warten. Deswegen, gut, wird dann nicht mit in den Warenkorb reingelegt. Gehen wir mal weiter. Also das würde dann zum Beispiel jetzt eher ein Bricklink, dann würde ich dann zum Beispiel jetzt bestellen. Gehen wir mal weiter, was können wir noch so? Gucken wir mal, was bei den 10-farbenen Teilen hier gibt. Da gäbe es zum Beispiel den, das kommt später noch. Auf jeden Fall, was auf jeden Fall mit dazugehört, ist so ein Pferdchen. Sehen wir auch schon wunderbar, Bestseller-Markierung. 5,15 Euro. Ich glaube, bei den Lego-Fabriken in Legoland sind es, glaube ich, 5 Euro oder 4,50, ich weiß gar nicht. Bei Bricklink zum Beispiel, da kosten die meisten dann schon minimum 6 Euro, 7, 8, 10. Also da ist wirklich hier das Mittel der Wahl. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Da wollte ich dann auch gleich mal 4 Stück haben. Beziehungsweise, weißt du was? Machen wir gleich 5 draus. Wenn die schon so einen Preis haben. Dann, was könnte man noch nehmen? Wir gucken mal, was die Fahne hergibt. Wahrscheinlich, doch, der Spätzeller. Ja, so wunderbar. Jetzt muss ich aber nur gucken, wie die Fahne denn auf Bricklink kostet. Hier ist zum Beispiel so, jetzt die Fahne hier kostet ungefähr 2 Cent, 3 Cent in verschiedenen Mengen. Hier zum Beispiel. Also gibt es viele Händler, die eine höhere Menge haben und das auch für ein paar Cent anbieten. Deswegen lohnt es sich hier auch immer die Teile zu vergleichen im Lego Pick-a-Bricks Shop, Webshop und dem Bricklink, weil da sieht man halt schon, bei manchen Einzelteilen lohnt es sich halt eher wirklich, bestellt die dann lieber über Bricklink, weil hier geht es wirklich um minimum 20, 30 Cent Unterschied. Und der Vorteil beim Lego Pick-a-Brick Webshop ist halt, ihr habt alles bei einem Händler, ihr bezahlt einmal bei ihm, also bei Lego, und kriegt dann die ganzen Teile, die ihr bestellt habt. Und alles in einem neuwertigen Zustand auch. Aber wenn man zum Beispiel bei Bricklink dann bestellt, dann kann es sein, dass man dann bei ein paar, drei, vier, fünf verschiedenen Händlern kauft. Da kommen ja noch separate Versandkosten ja hinzu, bei jedem Händler natürlich. Und ja, ist halt ein bisschen, ich würde nicht sagen mühseliger, aber halt ein bisschen umständlicher, dann immer einen Blick zu behalten. Ja, hat er jetzt die Bestellung bestätigt, jetzt kann ich zahlen. Wann kann ich mit der Lieferung rechnen? Wann hat er es geschickt? Sowas halt. Deswegen 21 Cent für die Fahne, ein Stück, nee, das ist nicht wert. Da lieber auf Bricklink dann zum Beispiel zurückgreifen. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt kommt hier eben der Grund für dieses Video hier, die Ritter-Minifiguren. Und zwar auch natürlich Bestseller, was super ist. 95 Cent für den Torso. Im späteren Verlauf werde ich dann einmal auflisten, wie viel dann eine Figur zum Beispiel kosten würde. Damit man auch sieht, ja, eine Ritter-Minifigur kriegt man auf jeden Fall für safe, für unter 5 Euro. So, aber ich will jetzt nicht nur eine, ich möchte von den Löwenrittern, von den Crusadern, möchte ich gerne 20. So, also von den Torsos erstmal. Dann, hier haben wir dann die normalen Beine. Geben wir hier auch einen, zack. 54 Cent. Da machen wir auch gleich mal 20 draus. Bei den 20 Torsos und 20 Beinen, da wären wir jetzt schon bei 29,80 €. Also 29,80 €. Bei Bricklink würden wir dafür schon, ich glaube beim günstigsten Händler, wo ich gefunden habe, da wären wir da schon bei 45 Euro circa. Also da haben wir schon mal gut 15 Euro jetzt mal günstiger eingekauft. Noch. Dann kommen wir noch zu den Pferdedecken. Auch wunderbar, weil bei Bricklink werden die meistens für um die 8 bis öfteren Fall des Öfteren 10 Euro sogar verkauft. Hier kriegen wir es nur für 6,46 Euro. Neuwertigen Zustand.
Da machen wir auch gleich mal, weil es gutes Angebot, also weil es guter Preis ist, machen wir auch gleich mal 5, so wie wir die Pferde bestellt haben. Wir haben 354 Teile insgesamt hinzugepackt, hinzugefügt. Gut, dass jetzt hier die Webcam die Summe insgesamt versperrt. Ich sortiere jetzt mal, oder ich schaue es mir jetzt mal kurz mal alles mal an. Gucke ich mal, ob man vielleicht was aussortieren kann, was jetzt nicht unbedingt jetzt sein muss. Also was nicht unbedingt jetzt bestellt werden muss. Und genau. Also ich konnte jetzt auch hier viele Teile erwerben, die ich jetzt bei Breaking hätte bestellt. Zu unterschiedlichen Verkaufspreisen, die die Händler da in ihren Einzelteilen anbieten. Und die halt mal mehr, mal weniger gut sind. Was aber einfach, wo man einfach echt zuschlagen kann und zuschlagen sollte, sind hier zum Beispiel beim Pferd und bei den einzelnen Minifigur-Körperteilen zum Beispiel. Also da lohnt es sich auf jeden Fall echt wirklich richtig zuzuschlagen. Auch bei manchen Köpfen hier lohnt es sich genauso. Aber das wäre auch mein Tipp zum Beispiel. Wenn ihr wisst, wie man Bricklink benutzt, dann vergleicht auf jeden Fall die Teile dann mit Bricklink zusammen. Guckt, wo man es günstiger bekommt, ob es sich da Bricklink lohnt oder ob es sich dann doch eher lohnt, es für die 10 Cent zum Beispiel teurer, wo es auf Lego zum Beispiel angeboten wird, dann doch eher alles bei Lego zum Beispiel zu bestellen. Weil wie gesagt, dann habt ihr alles, bestellt ihr alles einmal und bekommt ihr, müsst ihr auch nur eine Lieferung im Auge behalten oder eine Zahlung zum Beispiel im Auge behalten. Ja. Und auch bei den Schilden hier hat sich's auch, lohnt es sich auch vollkommen für 1,30, jedes einzelne Schild 1,30. Weil bei Bricklink gibt es auch diverse Schilder hier, die werden dann für 4, 5 Euro dann verkauft. Also, ja. Wenn wir dann fertig mit unserem Warenkorb sind, dann gehen wir einfach hier in, na gut, sieht man jetzt nicht, aber dann kriegen wir einfach in den Warenkorb. Dann werden die ganzen Einzelteile dann in den Warenkorb reingelegt. Kommt ihr dann zur nächsten Seite hier rein. Und dann durch die aktuellen GWP-Aktionen, die es halt gibt, kriege ich jetzt noch gratis dazu die 40582 und die 40588 ist schon irgend so ein Blumentopf. Ja, Blumentopf. Puh. Gut, kann man jetzt dann halt wieder weiter verkaufen, würde ich mal sagen. Ja, gut, wenn man es unbedingt braucht. Hübsch finde ich es jetzt gerade nicht, deswegen kann man eigentlich auch verkaufen. Das sind es schon beides mal 30 Euro und dann geht es ja noch einigermaßen, würde ich sagen. So, und was ich jetzt gemerkt habe, ich habe doch ein paar Standardteile dran, habe ich gar nicht bemerkt, habe ich gesehen. Bedeutet, ich muss jetzt hier diese, muss ich jetzt mal durchgucken, was hier für Standardteile drin sind. Schade, Mann, schade. Leider sind jetzt hier die Pferdedecken mit dabei. Die Pferdedecken sind da echt mit dabei. Waren die da nicht als Bestseller drin? Scheiße, okay. Gut. Dann muss ich die Pferdedecken wohl doch bei Bricklink beordern oder eBay Kleinanzeigen, je nachdem, wo es gerade günstig ist. Gut, ja gut, dann ist halt so. Weil ich möchte keine, nicht 40 Tage lang warten, bis ich das endlich dann bekomme. Deswegen lösche ich die jetzt hier nochmal alle raus. Oh nein, auch noch dieses Schild hier. Gut, da kenne ich schon einen Prickly-Kenner, der bietet es auch so ungefähr für 1,30 an. Hier steht es halt sehr drauf, dass der Versand bis zu 15 Werktage in Anspruch nehmen kann. Ja. Also rechnet mal mit einer Woche und wenn irgendwas mal länger dauern sollte, vielleicht, weil man vielleicht viel bestellt hat, dann kann es halt, würde ich mal davon auch ausgehen, dass es dann halt wahrscheinlich dann 2 Wochen bei denen braucht. Und dann kann man hier auf sicher bezahlen gehen, was man möchte. Oder man hat halt Paper-Konto, bezahlt dann kurz mit Paper, zack, zack, fertig. Also das wäre es einmal mal dazu, wie ich jetzt zum Beispiel die Pick-A-Bricks-Webseite benutzt habe. Und dann habt ihr auch gesehen, dass ich bei vielen Teilen, also eben eher hauptsächlich dann für die Bestseller-Teile, weil die halt eher schneller geliefert werden, für die Bestseller-Teile auch wirklich lohnt es, da mal reinzuschauen, mal vorbeizuschauen und da dann einfach mal immer den Vergleich zu machen, wie es bei Bricklink kostet. Und da kommt man auch durchaus dann bei den Bestseller-Teilen beim Pick-A-Brick-Website, kommt man da wirklich gut günstiger dann weg. Und da bin ich auch echt insgesamt jetzt auch zufrieden. Und ja, ich behalte es erstmal so. Jetzt gucken wir uns an, wie viel jetzt eigentlich jetzt mal eine Ritter-Minifigur dann uns kostet. Schauen wir uns dann mal die Einzelteile nochmal aufgelistet dann zusammen an. Also sagen wir jetzt mal, das ist hier unser Lego-Männchen. Unser Lego-Männchen braucht jetzt hier natürlich einen Oberkörper. Den Oberkörper bekommen wir hier ein Stück für 95 Cent. Dann natürlich Beine zum Laufen. Das sind 54 Cent. Dann braucht das Lego-Männchen natürlich jetzt noch einen Kopf, ein Gesicht.
Der variiert sich. Ich habe mir jetzt mal hier diesen hier genommen, weil der für mich jetzt optisch am besten aussah. 26 Cent für diesen Kopf. Und allein aus dem Torso, den Beinen und dem Kopf kommen wir jetzt nur aus dieser reinen Basic-Figur, sage ich jetzt dazu, kommen wir zu einem Preis von 1,75 Euro. Natürlich braucht jetzt eine Ritter-Mini-Figur eine Bewaffnung. Wir geben ihm einmal noch ein Schwert hinzu, 18 Cent. Und natürlich noch ein Schild, um sich zu verteidigen, 1,29 Euro. Und dann natürlich auch noch einen Helm für 46 Cent. Wir haben jetzt hier diesen Helm genommen. Es gibt noch diesen anderen, diesen flachgestellten Helm da, diesen topfähnlichen Helm. Ich glaube, der ist für 33 Cent zum Beispiel. Ich habe jetzt mal den hier genommen. Der ist so der generische Ritterhelm, so, den es in den Sets immer gibt. Und dann wären wir bei insgesamt 3,68 Euro. Also eine Ritter-Mini-Figur für 3,68 Euro. Bei Bricklink wiederum würde man jetzt für so eine Mini-Figur mit Helm und einem Gesicht, halt vorgegebenen Gesicht, würden wir dann so zwischen 5,50 Euro und 6 Euro Minimum hergeben. Natürlich kommen jetzt zu den 3,68 Euro dann die Versandkosten noch hinzu. Daher lohnt es sich dann natürlich dementsprechend auch eher, für 15, 20 Euro oder halt bis zu, ich glaube, 50 Euro oder 70 Euro ist dann der Versand auch kostenfrei. Also lohnt es sich dann halt, so viele Ritter-Minifiguren sich zusammenzustellen, damit bis der Versand auch zum Beispiel kostenlos wäre. Aber gut, wenn man jetzt nicht so eine Masse haben möchte, dann kann man selbst mit eben dann einem Budget von 20, 30 Euro eine gute Truppe zusammenstellen und auch noch eine gegnerische Truppe zusammenstellen. Genau. Abschließend lässt sich jetzt also sagen, man kann Ritter-Minifiguren für unter 5 Euro sich besorgen, sich für seine Grundburg von Bärenfels hinzustellen oder für jede andere Burg. Wichtig ist halt, dass man eben schaut, dass man die Teile von der Bestseller-Kategorie halt sich besorgt, weil dort beträgt eben die Lieferzeit nur lediglich 7 Werktage und nicht so übertrieben 40 Tage oder mehr. Und jetzt aktuell kann man die Torsos und Beine und so, die ganzen Bestandteile dann von den Figuren, kann man ziemlich günstig auch erwerben dann und ist auch zu einer großen Anzahl. Bei Bricklink würde das nicht immer möglich sein, weil nicht jeder Händler hat halt einzelne Torsos in zuhauf dann bei sich, also nicht über 100 oder so. Aber man muss nicht jedes einzelne Teil bei der Lego Pick-a-Brick Webseite besorgen. Wichtig ist halt hierbei, wenn man weiß, wie man sich so eine Favoritenliste in Bricklink anlegt, damit man halt immer gleich eine Referenz hat zum Vergleichen, nutzt auf jeden Fall dann die Möglichkeit, das bei der Pick-a-Brick-Webseite den Preis zu vergleichen zu Bricklink, weil, wie man auch gesehen hat mit den Fahnen zum Beispiel, würde sich jetzt die Pick-a-Brick-Seite jetzt nicht lohnen, eine Fahne 20 Cent, weil bei Bricklink würde man zum Beispiel dieselbe Fahne dann für 3 Cent, 4 Cent zum Beispiel bekommen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte, um nicht in den Rausch des Einkaufes dann bei zu viel Geld auszugeben für die Pick-a-Brick-Webseite, als eigentlich man den Vorteil daraus ausnutzen könnte. Ich glaube, ich habe das mal ein bisschen verständlich sagen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob es euch was geholfen hat, ob es euch was gebracht hat, dass ich mal ein bisschen die Lego Pick-a-Brick-Seite euch ein bisschen mal veranschaulicher näher bringe. Oder auch mal ein bisschen den Anstoß gebe, da auch mal vorbeizuschauen. Und ja, für weiteres Feedback oder für weitere Videovorschläge könnt ihr gerne auch in die Kommentare mit reinschreiben. Ich lese es mir, ich gucke es mir dann mal an. Und ja, eigentlich in dem Sinne war es auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video. Ciao, ciao!